Grüß Gott und herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Folge von Flaschendreh. Vielen Dank für die zahlreichen Postings auf unsere letzte Folge. Bezug nehmen auf die letzte Folge, machen wir jetzt eigentlich fast einen Teil 2. Ja, mehr oder minder. Allerdings am diametral anderen Ende der Weinqualitätsskala. Also quasi, um eine aktuelle Diskussion aufzugreifen von AAA auf Rahmstatus. Rahmstatus. Wir haben uns durch das Angebot des Lebensmitteleinzelhandels in Österreich durchgepflügt und einiges erworben, was dort so feilgeboten wird. Wir haben uns eine Obergrenze von ca. 7 Euro gesetzt. Mhm. Warum 7 Euro? In echtem Geld, 100 Schilling. Mhm. Frank? Mhm. Wir haben, also A, haben wir mal den Tisch Boulevard dekoriert, wie Sie vielleicht sehen, und B, haben wir ein Entsorgungsgebinde für den Fall der Fälle heute mit dabei. Sie sehen schon, unser Zutrauen in die Qualität der Weine hier ist enden wollen. So, und jetzt kosten wir. Gehen wir's an. Verschlägt die Sprache. Mhm. Sie haben uns vielleicht jetzt unsere Stimme versagt. Also ich springe schnell ein. Als Fazit könnte man sagen, sauer, unsauber, fehlerhaft, wahrscheinlich auch ganz lang falsch gelagert. Ja. Oder von Haus aus schlecht, keine Ahnung. Auf jeden Fall grauslich. Ja, grauslich. Also wirklich gutes grauslich. Attribut dafür. Ja. Grauslich trifft es gut. Geben Sie uns jetzt vielleicht 10 Sekunden Zeit. Wir haben nämlich damit gerechnet. Mhm. Und jetzt einmal umdekorieren. Genau. Ja, da sind wir wieder. Wir sind drauf, haben uns darauf vorbereitet und wollen Ihnen zeigen, hoffentlich, dass es auch mit relativ wenig Geld möglich ist, gute Weine zu trinken. Auch mit knappem Budget kann man was Vernünftiges trinken. Man muss nicht unbedingt ganz viel Geld für teilweise um die Welt geschiffte irgendwelche Weine ausgeben. Man kann auch durchaus in Österreich bleiben und zum sehr schmalen Budget sehr viel Trinkspaß erwerben. Wir haben einen weißen und einen roten Vertreter ausgewählt, von denen wir glauben, dass die ganz gut in diese Kategorie, ja, Budgetwein passt. Budgetwein, Trinkweine, genau, und ehrliche Weine. Als erstes haben wir vom Herrn Hirsch aus Kammern das Trinkvergnügen, mhm, 2010. Genau. Leicht spritzig, fruchtig, so steht es zumindest am Rückentext. Schauen wir, ob das wohl auch stimmt. Den ersten Schluck werden wir nicht kommentieren, den nehmen wir zum Neutralisieren. Genau. Götzen tut es erst ab dem zweiten. Ja. Wir tun den Gaumen neu einstellen, darum prosten wir auch nicht an. So. Das Weingut Hirsch in Kammern ist ein biodynamischer Betrieb. Mhm. Das heißt, keine Chemie im Weingarten, werden Tees ausgebracht aus Schachtelhalmen, von der Kamille. Kupfer und Schwefel ist das Einzige, was an Chemie erlaubt ist. Und vielleicht sollte man es beim günstigen Wein so halten wie bei den Nahrungsmitteln. Mhm. Bio darf ruhig ein bisschen mehr kosten. Mhm. Man trinkt ihn halt nicht jeden Tag, aber dafür
ab und zu und dann ist halt was Gescheites. Und sollten Sie ihn doch öfter trinken und vielleicht doch jeden Tag und sollten Sie einmal über die Stränge schlagen, der große Vorteil beim Biowein ist, wenn das Zeug wieder mal rauskommt, das können Sie ohne was auf den Kompost hauen, da sind Ihnen die ganzen Mikroorganismen sehr, sehr dankbar dafür. So, aber jetzt widmen wir uns diesem Wein. Machen wir einen Farbtest? Unbedingt. Farbtest. Bestanden. Genau. Also, für die Farbfetischisten unter Ihnen da draußen, ja, zartgelb. Ja, zartgelb. Leicht grünen und Flexen. Ja, genau, schön. Die Weinakademie freut sich. Beim Reinriechen freuen wir uns. Ja, endlich. Das war vorher wirklich schlimm. Das riecht nach Wein. Ganz frisch. Frisch, Veltliner, ein bisschen was, leicht, ein bisschen Apfel. Apfel. Grüner Apfel steht dann in der Weinbeschreibung, grüner Apfel. Leichtes Pfeffer, so wie man es gern hat. Gut, schön. Ja. Schön. Nomen ist Omen. Prost. Knackig, würde ich mal sagen. Knackig, macht schon Lust auf noch einen Schluckerl oder auf zwei und ist halt eine ganz klare Weinaussage. Das ist ein kleiner, schneller Veltliner, ideal, wenn die Temperaturen nach oben gehen und die Bekleidung wieder etwas luftiger wird. Das ideale Weinerl für Terrasse oder Balkon. Ja, oder für gemütliches Zusammensitzen. So, man macht den Wein auf, trinkt ihn mit Genuss und mit Vergnügen. Trinkt gerne ein zweites und ein drittes Glas. So wie das. Er erfüllt das, was verlangt wird von ihm, würde ich sagen. Genau. Trinkvergnügen steht oben, Trinkvergnügen ist drin. Macht er und es ist so viel schöner wie alles, was man vorher kostet hat. Und in der Budgetgrenze. 7,50 € glaube ich, oder 7 €, so irgendwas. Gut. Das trinken wir aus, oder? Das trinken wir aus, das machen wir weg. Schön. Gut. Nummer 2, Burgenland. Fliebammer Günther, Tri-Rot. Der hat sogar eine Bedienungsanleitung dabei. Sehr praktisch für Anfänger. 1, 2. Und 3, da warten wir jetzt noch. Weil wir machen noch einen Fortest. Bestanden. Wunderbar. So, und jetzt kommen wir zu 3, zum Trinken. Genau. Vorher riechen. Unbedingt. Ja, zweigelt ist drin, also so viel steht fest. Ja. Aber sehr, sehr runde, bärige Kirschenfrucht, dunkle Kirschen. Schön. Also für ein Zweigelt. Schön. Schauen wir mal. So, 3. Auch bei dem Wein stimmt der Name vom ersten. Trinkvergnügen. Also man kriegt für knappe 7 € auch Präzision, klare Fruchtaromen, Tannine. Struktur. Also geht ja. Ne? Geht ja. Wunderschöner Wein. Ja, komisch. Wieso das die anderen nicht machen? Also den zu einem schönen Essen, so mit schönes Fleischerl, vielleicht ein gutes Biofleisch. Zum Beispiel. Das man nicht jeden Tag isst, dann trinkt man einen Wein, den man nicht jeden Tag trinkt. Genau. Für beides gibt man ein bisschen mehr gut aus als normal. Jo, gefühlt ein bisschen. Ne? Ja. Und man hat so viel mehr Genuss. Unglaublich. Schon, also der Vergleich würde Sie sicher machen, obgleich wir Ihnen jetzt nicht unbedingt empfehlen, nein, die anderen Weine alle durchzuprobieren. Lassen Sie es bleiben, es war wirklich, wirklich, wirklich nicht schön. Nein, also da war das Trinkvergnügen eher eingegrenzt. Vorbehaltlos empfehlen können wir Ihnen das Nachkosten dieser beiden Herrschaften. Ja. Trinkvergnügen vom Hirsch, Tri vom Trebauer. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhause ausprobieren. Werten. Werten tun wir auch noch, genau. Werten tun wir auch noch. Hirsch, Trinkvergnügen, ein kleiner, unkomplizierter Wein, der Spaß macht und für den Spaßfaktor 88 Punkte. Ja, 88 für den Spaßvogel. Da gehe ich mit. Würde vorschlagen, auch 88 für den Dreh. Ja, Dreh 88 plus vielleicht. Hat
Ja, 88 plus. Wahrscheinlich haben beide Weine in einer offiziellen Bewertung noch nie so viele Punkte gekriegt. Macht aber nichts. Vollkommen egal. Im heutigen Vergleich sind die Pegelweine mal wert. Haben das auf jeden Fall erzwungen, diese Wertung. Sozusagen. Wenn Sie Fragen haben, wir antworten auch gerne. In diesem Sinne, Prost.